Hast du Bock, in die Shisha-Bar zu gehen? Ich treffe mich doch später mit Dings und dann hab ich schon. Deswegen, ich habe ihn seit 5 Tagen jeden Tag abgesagt, weil immer was dazwischen kam. Also ruf deinen Kollegen an und. Du bist so blöd, meinst du das ernst? Ja. Wegen Treffen gleich, ne? Ich kann doch nicht mehr. Stopp. Setz die Maske mal bitte nochmal ab. Guck mal, was ich hier entdeckt habe. Ich würde sagen, du nimmst diese Maske hier. Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute drehen wir 24 Stunden lang nur Ja sagen. Das Ding ist, das kam ja verhältnismäßig gut an bei euch. Ja, und da haben wir uns überlegt, jetzt drehen wir es gleich nochmal. Das letzte Mal durfte Mustafa ja bestimmen, dass ich immer Ja sagen musste und ich musste seine Aufgaben erledigen. Auf jeden Fall Mustafa ist jetzt dran. Und wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare, wenn sie gut sind. Nehme ich sie einfach dran und pinne sie, dass man nachvollziehen kann, von wem ich die Idee habe. Und ich würde sagen, let's go. Okay, Mustafa, was sagst du? Bist du ready? Du wirkst nichts, als ob du Bock hast. Ich dachte, wir machen jetzt den hier so. Nein, jetzt, Junge, fass mal nicht die Linse an, die wird sonst dreckig. Ja, okay, stopp, reicht. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, wir machen die Sachen jetzt mal ganz spontan, oder? Was hältst du davon? Darf ich das jetzt machen? Ja, aber nicht. So, Leute, auf jeden Fall, ich habe die erste Idee. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, wir fahren erstmal nach McDonald's und dann bestellt Mustafa mir natürlich was zu essen, weil ich habe ein bisschen Hunger. Wolltest du ja bezahlen, oder? Ja. Ja? Ja. Ich habe das nicht so deutlich gehört. Ja. Leute, das Ding ist einfach, ich habe eine richtig geile Idee. Aber das sage ich euch gleich mal, wenn wir erstmal im McDrive sind. By the way, einfach, ich habe vergessen, was jetzt diese geile Idee war. So, Leute, auf jeden Fall, jetzt geht's ab nach Mackie. Let's go. Ja, McDonald's. Achso, ich dachte schon. Ich hätte Bock auf ein Eis. Hier, diesen braunen McSundae habe ich Bock drauf. Einen braunen McSundae, bitte. Bitte? Welche Sorte ist das? Schoko ist das. Ein Schoko McSundae. Ja, das wär's. 1,29 Fenster, bitte. Let's go. Junge, ich sag einfach den braunen McSundae. Das war schon sehr cringe, oder nicht? Aber ich habe noch viel nicere Sachen für dich ausgedacht. Tschüss. Das gönne ich mir jetzt. Du hattest ja nämlich keinen Hunger, richtig? Ja. Mustafa hat jetzt Bock, mir eine Capri-Sonne zu kaufen. Wir sind jetzt an der Tankstelle. Was sagst du? Stopp. Ich habe eine viel geilere Idee. Ja. Mustafa, setz die Maske mal bitte nochmal ab. Junge, hast du irgendwas Ekliges da? Ja, könnte man so sagen. Guck mal, was ich hier entdeckt habe. Ich würde sagen, du nimmst diese Maske hier. Nach die auf Wohnen, ja, ne? Ja, die da liegt. Ja, klar. Ja, moin. Komm, pack die weg. Pack die ruhig. Nee, pack Junge, die hier. Ich krieg Herpes. Pack die hier in die Mittelkonsole. Junge, vielleicht krieg ich AIDS. So, jetzt komm, steig aus und hol dir deine Maske ab, deine neue. Bist du ein ekliger Hund, ne? Komm. So, Leute, auf jeden Fall. Ja, Mustafa. Was soll ich dazu sagen? Und jetzt rein und bring mir eine Capri-Sonne mit. Ich will ein Multivitamin. Ja. Da hinten kommt er jetzt wieder raus. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich hat er mir die richtige Capri-Sonne mitgebracht. Ah ja, da ist er. Ey, pack die weg. Junge, du Ekliger. Oh, ich wollte Multivitamin. Und, wie fand's? War eklig? Junge, das war richtig eklig. Oh, das hat gestunken, das Ding. Ich schwöre dir, morgen wirst du safe Herpes haben. So, Leute, auf jeden Fall jetzt hier die erste Ampel. Was sagst du? Willst du bei grün stehen bleiben? Das Ding ist, jetzt kommen hier schon Autos angerollt. Ich würde sagen, du wartest mal. Oder was meinst du? Wie lange soll ich warten? Ja, dann, wenn die ersten... Ja, wenn mindestens zweimal gehupt wurde. Let's go. Nein, du nicht. Bremst. Bleib stehen. Stopp. Es ist nicht mal grün. Doch, Junge. Nee, es ist nicht grün. Die Ampel ist aus. Oh ja, gut, da hast du mich ausgetrickst, du Ehrenloser. Neue Ampel, neues Glück, würde ich sagen. Ja, dann wartest du mal, ne? Noch ist nicht grün. Was habe ich gemacht? Was denn? Du machst, guck mal, es sieht aus wie ein Getränk. Hier. Nun, guck mal, die Scheibe. Oh, Junge, was ist los? Warte. Ja, moin. Okay, jetzt hast du dafür aber gut durchgehalten, würde ich sagen. Die anderen sind sehr, sehr sauer. Ich war mit der Scheibe beschäftigt. Auf jeden Fall, Leute, ich habe überlegt, hast du Bock, in eine Shisha-Bar zu gehen? Ja. Ja, also. Aber hey, ich treffe mich doch später mit Dings in einer halben Stunde. Mit wem? Mit Jan. Hä, das war gar nicht abgesprochen. Hältst du dich hier nicht an Regeln oder was? Okay. Ja, wir haben noch gar nicht abgesprochen. Wir haben noch gesagt, wir machen jetzt diese Challenge. Ja. Ja, aber du ist doch ja, ja sagen. Willst du 7 Stunden drehen oder was? Ja, klar. Was willst du nicht 7 Stunden drehen? Fünfst du überhaupt noch? Ich muss ehrlich in einer Stunde. Ja, was soll ich sagen? Ist halt die Challenge. Du musst jetzt auch in die Liga. Was für Challenge? Willst du nicht deinen Kollegen anrufen und den absagen? Weil Challenge. Na, halt. Lass noch ein paar andere Sachen. Nee. Ist jetzt. Du bist so blöd, als ob ich jetzt absage. Das ist die Ja-Sagen-Challenge. Und? Du hast die Challenge nicht verstanden. Ich muss auch alles mitmachen. Also ruf deinen Kollegen an und. Du bist so blöd, meinst du das ernst? Ja, ruf an. Oh, Junge, mach was anderes. Nein.
Nein. Willst du ihn jetzt nicht anrufen? Junge, jetzt hör auf, so blöd zu sein. Hör auf, mach was anderes jetzt. Komm. Ruf ihn an. Gibt's eine Bestrafung? Nein. Also, nein, aber du musst dich dran halten, die Regeln. Also soll ich jetzt absagen? Ja. Junge, dein Ernst? Ja. Ja, okay. Ja, sag ab. Das Maul. Nee, doch. Der Junge, bist du blöd? Nein. Doch, du musst die Regeln einhalten. Sag ab. So ein Spasti, ne? Das Ding ist, er wird eh wieder das Video sehen und dann... Moin. Ey, Jan. Moin. Was los? Wegen Treffen gleich, ne? Ich kann doch nicht mehr. Ihr habt mein Scheiß ernst? Ja, ich weiß. Digga, ich hab jetzt extra frei genommen, Mann. Du musst mich verarschen, Alter. Ja, was soll ich machen, Junge? Ich muss was Wichtiges machen wegen Arbeit. Ja, hättest du nicht vorher Bescheid sagen können, Mann? Ja, sorry. Morgen. Wir können morgen was machen. Auch nicht mehr. Ja, wir können morgen was machen, wenn du willst. Hallo? Morgen kann ich nicht, ne? Ich hab gerade ein bisschen abgelenkt. Ja. Sorry, Mann. Auf jeden Fall, heute kann ich ehrlich nicht mehr. Ich muss noch was erledigen wegen der Arbeit. Ja, ging nicht vor. Ich hab erst jetzt vor 5 Minuten halt erfahren, dass ich los muss. Ja, immer machst du das, ne? Vor 5 Minuten, was? Egal, scheiß drauf, Alter. Weißt du was? Meld dich einfach. Ich guck, wann ich mal Zeit habe. Ja, okay, alles gut. Ciao. Du bist so ein Pisser, ne? Also, ich fand, das war völlig in Ordnung deswegen eigentlich. Ich hab ihn seit 5 Tagen jeden Tag abgesagt, weil immer was dazwischen kam. Ja, ist dein Problem, nicht meins. Auf jeden Fall hast du jetzt Bock, in eine Shisha-Bar zu fahren? Ja. Okay, ja. Dann willst du auch bezahlen? Junge, halt doch die Fresse. Willst du bezahlen? Ja. Okay, dann würde ich sagen, Kopf auf deinen Nacken. So komme ich leider nicht in eine Shisha-Bar rein. Was hältst du davon, wenn du jetzt erstmal nach Hause fährst und Geld holst? Scheiße. Warum? Weil es dein Geld ist. Weil es mein Geld ist. Ja, genau. Eine Ewigkeit später. So Leute, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, ja, ich habe mich so ein bisschen umgezogen. Auf jeden Fall, ey, diese Türen, das ist irgendwie so wahnsinnig. Wir sind jetzt hier hingegangen, weil es ist schon dunkel geworden und wir wollten geiles Licht haben. Und jetzt haben wir das Problem mit den Türen. Und Mustafa, hast du schon Bock? Ja, Shisha-Bar bezahlen auf deinen Nacken? Ja? Also nicht. Ja, ja, ja. Okay, dann bezahl. Ja. Let's go. So, also, hast du Bock zu bezahlen? Ja. Ah, top. Auf jeden Fall, Leute, ich sitze hier gerade im Schnitt und ich habe dummerweise wieder mal vergessen, das Ende zu drehen. Das war's auch mit dem Video. Jetzt habt ihr hier euer Ende. Abonniert kostenlos diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und ciao.